Die Umgestaltung des Gubinwehres in Wiener Neudorf war schon lange ein Thema in der Gemeinde. Jetzt erfolgte der Spatenstich zu diesem neuen ökologischen Projekt. Und das Projekt, das wir hier starten, ist ja eines, das ein gemeindeübergreifendes Projekt ist, das die Gemeinden Wiener Neudorf und Mödling durch den Mödlingbach sozusagen miteinander verbindet. Das Ziel dieses Projekts ist, eine sogenannte Renaturierung des Mödlingbaches herbeizuführen, Umbau einer Wehr, eines Wehrüberfalls, der quasi einen Wasserfall von ca. 3 Meter Höhe erzeugt, in eine Sollrampe umzubauen, sodass erstens das Bachgefälle wieder den natürlichen Verhältnissen angepasst ist und in weiterer Folge auch eine sogenannte Fischaufstiegshilfe damit erreicht wird. Das heißt, die Fischlein können dann wieder ungehindert von Wiener Neudorf nach Mödling schwimmen. Also das Ziel des Projekts ist primär die Herstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit. Wir werden den jetzt bestehenden 3 Meter hohen Wasserfall abtragen und umbauen in eine Rampe, über die die Fische auch wieder schwimmen können. Das ist auch die wesentliche Veränderung in der Landschaft. Es wird also diesen Absturz nicht mehr geben, sondern einen ausgeglichenen Bach, an dem dann die Kinder auch wieder leichter spielen können, weil sie nicht runterfallen können über eine Betonmauer. Wir bevorzugen das Projekt insofern, wir haben schon 2 oder 3 Mal Angst gehabt, dass das Wasser auf unser Grundstück kommt. Und da haben wir schon wirklich gesehen. Da sind wir in der Nacht immer aufgestanden, mit der Lampe geschaut und geschaut, wie lange geht es noch nicht. Und an und für sich haben wir dadurch kein Problem gehabt, ein Stück von unserem Grundstück abzutreten. Was erwarten Sie sich jetzt von diesem neuen Projekt? Naja, so wie man sieht, also ich finde es schon schön. Und das Rauschen, wir hören es nicht mehr, nachdem wir schon an die 40 Jahre hier wohnen, ist für uns das Rauschen, ja, es wird uns vielleicht am Anfang abgehen. Sie werden dafür die Fische sehen. Ja, das werden wir sehen. Sonst sieht man es ja nur hier unten. Aber warum war das notwendig? Warum habt ihr das jetzt gemacht? Es gibt auch in der EU die Wasserrichtlinie, Wasserläufe zu renaturieren. Das ist einmal der eine Grund. Der zweite Grund ist auch der, dass durch diese Maßnahme nicht nur den Fischen das Leben erleichtert wird, sondern auch der Hochwasserschutz wesentlich verbessert wird. Dadurch, dass das Bachbett eingetieft wird, wird mehr Volumen für das Wasser im Hochwasserfall geschaffen. Und es kann nicht mehr sein, dass im Hochwasserfall, bei einem 100-jährigen Hochwasser, das Wasser an der Grenze zum Mödling austritt und dann bei uns über die Bründelgasse nach Wiener Neudorf nicht im Bachbett, sondern auf den Straßen fließt. Und das hat man damit auch erreicht. Wann ist die Fertigstellung? Fertigstellung ist für Ende des Jahres, also Herbst dieses Jahres geplant. Wir hoffen, dass wir heuer keine Hochwässer haben, weil Hochwässer würden natürlich das Bauvorhaben enorm verzögern. Und so hoffen wir auf einen guten Verlauf dieses Bauwerkes, also des Baues als solche und schauen einmal, was dann am Ende des Jahres hier sichtbar ist. Ich freue mich schon, wenn dann die Kinder den Mödlingbach wirklich hinaufgehen können und so das eine oder andere Naturereignis hier beobachten können.